schon wieder nicht zu Ende gelesen und ein Oberlippenbart, bla bla. Ich weiß jetzt nicht, hatte ich das? Das hatte ich bei ihm. Also das ist jetzt, irgendwo fehlt jetzt noch eins. Wohnt in der Gegend. Es wohnt echt keiner von denen in der Gegend? Ich suche jetzt eigentlich nur das, was jetzt noch fehlt. Oder kann ich es wieder bestätigen? Ja, eine Anleitung. Ich brauche jetzt auch eine Anleitung dafür, ey. Ich gab Quiz-Sachen, da hätte ich gerne eine gehabt. Da gab es keine. Hier bräuchte man nur echt keine. Kräftiger Mann. Das waren sie ja alle nicht. Nur er hier. Ich habe bestimmt bei ihm was vergessen. Kräftiger Mann. Aber Arm vielleicht, ich weiß nicht. Ich glaube, das mit dem Arm hätte ich noch bei dem anderen hier im Moment. Er ist ja nur auch nicht gerade, wollte gerade sagen, also was fehlte bei ihm? Also er ist nicht arm. Moment, upsala. Der Künstler, den meine ich, der ist auf keinen Fall arm. Er hier ist er arm. Oh, tatsächlich. Gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er reich ist, aber auch nicht, dass er arm ist. Er hier ist nicht arm. Er hier, den hatte ich schon. Er hier ist auf keinen Fall arm. Hatte ich es bei ihm? Ich denke mal, das liegt hier oben. Denn ich sehe es leider nicht. Aber das, also es fehlen jetzt nur noch Fakten zu irgendwelchen anderen Leuten. Mit Syphilis. Ich weiß nicht, er hat nicht... Oh, er hat... Stimmt, er hat auch mit Syphilis. Ja, klar, Entschuldigung. Ich bin auch ein bisschen unaufmerksam. Er hatte aber nicht mit Syphilis zu tun, nein. Nein, 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 nein. Was haben wir denn noch? Rechts in der hatten wir alles. Mördert blondes Haar, Oberlippenbart. Er hatte kein blondes Haar. Ich wollte sagen, der ist doch grau bis schwarz. Er ist... Ich nehme jetzt einfach irgendwas, weil ich wollte sagen, er ist auch schwarz, aber nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas verhaue. Mann, auf den passt echt gar nichts. Syphilis. Er hat nichts mit Syphilis zu tun, oder? Ich wollte sagen, auch wenn er ins Bordell geht, noch hat er keine. Der ist keine 5,30 groß. Ist auch nicht gerade riesig. Die wohnt in der Arbeitsstation. Also er hier ist echt der wenigste, der kann am wenigsten hinkommen bislang. Arbeitskleidung. Na, das hatte ich bei ihm schon, ne? Kräftiger Mann. Das hatte ich aber schon ausgetestet. Nö, nö, nö. Was? Echt? Wieso er? Er ist doch eigentlich dafür. Bin ich jetzt bescheuert? Ist oder war Metzger? War schon. Nö. Oh. Was setzen Sie die Bild auf Jack the Ripper? Ja. Ganz ehrlich, irgendwie ist das arschgruselig. Na bitte, Watson. Jacob Levy, Jack the Ripper. Unglaublich, Holmes. Und nicht weniger entsetzlich. Einige Gesichtspunkte dieses Falles sind jedoch noch unklar. Zumindest mir. Zum Beispiel, Watson? Warum tötet der Mann nur Prostituierte? Er hat es auf Prostituierte abgesehen, weil er sie für sein erbärmliches Leben verantwortlich macht. Er muss sie früher regelmäßig aufgesucht und sich bei diesen nächtlichen Besuchen mit Syphilis infiziert haben. Irgendwann hat er seine Ehefrau angesteckt. Und schließlich ist der Erreger über sie an mindestens eines ihrer Kinder übertragen worden. Er ist ein verbitterter Mensch, der sich für einen selbstverschuldeten Fehler rächen will, der nicht wieder gut zu machen. Das meine ich, was für ein Idiot. Warum tötet er nur solch kümmerliche Prostituierte? Weil die meistens er hatte nicht die finanziellen Mittel, um besser gestellte Prostituierte als Polly Nichols, Annie Chapman und die anderen Opfer aufzusuchen. Einmal sah er sich sogar gezwungen zu stehlen, um über die Runden zu kommen. Für diese Unbesonnenheit musste er einen hohen Preis bezahlen. Er kam ins Gefängnis und wurde von seiner Gemeinde verstoßen.
Er musste also drittklassige Prostituierte aufsuchen und hat sich dabei mit Syphilis angesteckt. Und Sie sind es, die dafür bezahlen müssen. Was für ein Vollidiot. Geil. Aber warum hat er die Organe entnommen? Geil, wie das um sich gezeigt an wird. Seiner Gemeinde zu rächen, die ihn verstoßen hat und deren Mitglieder erfolgreicher sind als er. Wegen seiner Zeit im Gefängnis war er stark benachteiligt. Er hatte von nun an den Ruf eines Diebes und Verrückten. Und so nahm er auf die hinterhältigste und schrecklichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, Rache. Er rieb sein Fleischermesser an der Gebärmutter einer kranken Prostituierten ab, bevor er es in der Metzgerei benutzte. Und die Niere von Catherine Eddowes verkaufte er als Kalbsniere. Und? Warum hat er die Gesichter der letzten beiden Opfer verstümmelt? Erneut war Rache das Motiv, Watson. Mhm. Was ihr meinem Kind angetan habt, müsst ihr nun ebenfalls erleiden. Allein ihr? Und warum das Stück der Schürze und die Kreidenachricht in der Goldstone Street? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es gibt auch nur nicht. Einen Grund dafür, dass er das Stück der Schürze dort abgelegt hat und sich damit nicht nur als Verfasser der Kreidenachricht zu erkennen gegeben hat, sondern auch unnötig Aufsehen erregt hat. Er macht die Leute, die in diesem Gebäude wohnen, für seine Verhaftung verantwortlich. Die Metzgerei, die er bestohlen hat, befindet sich ebenfalls in der Goulston Street. Mm. Und die meisten Metzger, die ihn beschuldigt haben, leben mit Sicherheit in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Aber warum ist seiner Frau oder seinem Umfeld nie etwas aufgefallen? Seine Frau hat viele Kinder, die mit Sicherheit all ihre Aufmerksamkeit erfordern. Der Mann arbeitet als Metzger, was ihm bei Befragungen durch die Polizisten auf der Straße zugutekommt. Er kann damit die blutverschmierte Kleidung rechtfertigen. Zudem arbeiten Metzger häufig in der Nacht, weil das Fleisch am nächsten Morgen frisch verkauft werden muss. Er hat mit seiner nächtlichen Abwesenheit keinen Verdacht erregt. Perfekt. Und da er in einer Metzgerei oder einem Schlachthof arbeitet, war es für ihn einfach, seinen Plan mit der Niere umzusetzen und ein Messer mit menschlichem Blut zu benutzen. Das fast perfekte Diese Verbrechen. Diese Geschichte ist schockierend, Holmes. In der Tat, Watson. Lügen, Untreue, eine Geschlechtskrankheit, Mord, Verstümmelung und schließlich Kannibalismus. Dieser Fall lässt keine der Abscheulichkeiten aus, zu denen die niederträchtigsten Menschen fähig sind. Wir müssen sofort nach Whitechapel und dafür sorgen, dass dieser Wahnsinnige dorthin kommt, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann, Holmes. Ja, Watson. Okay. Jetzt kommt endlich die Gegenüberstellung. Ich bin echt gespannt. Oh, jetzt darf ich noch wieder laufen, oder was? Naja, natürlich. Oh, was für ein geiles Wetter. Was für eine geile Stimmung. Oh, ich liebe sowas. Ich glaube, wir sind nicht allein. Hoffentlich hindern uns diese Männer nicht daran, hineinzugehen. Ich werde hineingehen, Watson. Aber Ihre Reise endet heute Nacht hier. Entschuldigung? Sie sind bisweilen etwas hitzköpfig. Außerdem muss Ihnen Mr. Solomonowitsch einiges erklären. Ich werde drinnen nicht lange brauchen. Sie können hineingehen, Mr. Holmes. Er wartet dort auf Sie. Wir haben alles in die Wege geleitet, so wie Sie es gesagt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Später, später. Wir schulden Dr. Watson eine Erklärung. Kümmern Sie sich darum. Oh Gott, die arme Frau. Gott, das ist hart. Jack the Ripper. Okay, man hört nicht, was sie... Also es ist jetzt... Es ist nicht so... Als wenn der Ton streikt, das ist wirklich so gedacht. Okay. Der stellt das jetzt nach. Thank you.
Leidet er jetzt selber drunter, oder? Das, was wir hier sehen, ist jetzt halt quasi die Geschichte quasi aus seiner Sicht erzählt, aber man kann natürlich jetzt nicht alles in den Einzelheiten zeigen, wie er jetzt alle aufschlitzt. Deswegen wird das wahrscheinlich so dargestellt. Mit seinen Gefühlen zusammen. Eigentlich kann einem der arme Mann ja nur leid tun, ne? Also, ich weiß nicht, so dumm das auch klingen mag, aber der kann einem ja eigentlich nur leid tun. Wer so irre ist, der ist, ich weiß nicht. Guten Tag, Watson. Holmes, wissen Sie überhaupt, was Sie da getan haben? Ich denke ja, Watson. Sie haben diesen blutrünstigen Verrückten nicht der Polizei übergeben. Was für eine Torheit! Die Polizei wird ihren gesuchten Verbrecher nie finden. Aber die verstärkte Polizeipräsenz in dieser Gegend wird indirekt positive Auswirkungen auf die hiesige Kriminalitätsrate haben. Aber Holmes, ich muss protestieren. Der Gerechtigkeit wurde nicht Genüge getan. Und wir tragen daran eine Mitschuld. Gerechtigkeit? Ich handle nicht im Dienste der Gerechtigkeit, Watson, sondern im Dienste der Wahrheit. Im Übrigen diene ich auch meinem Land. Und ich glaube nicht, dass ich ihm jemals einen besseren Dienst erwiesen habe als gestern Abend. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn nach Monaten des Schreckens und einem fürchterlichen Mord wie dem in der Dorset Street ein Mann jüdischen Glaubens, ein Arbeiter, ein Familienvater, der Öffentlichkeit als Täter präsentiert worden wäre. Ein Mann, der zu verantworten hat, dass Mitglieder seiner Glaubensgemeinschaft Menschenfleisch gegessen haben. Die Spannungen, die daraus erwachsen wären, hätten sich in unzähligen antisemitischen Verbrechen entladen, die Whitechapel in ein Chaos aus Feuer und Blut gestürzt hätten. Und die Familie dieses Mannes, die völlig unschuldig ist und mehr gelitten hat als die Bewohner von Whitechapel, wäre als erstes in die Schusslinie geraten. Sollen wir eine ganze Glaubensgemeinschaft in große Gefahr bringen, weil eines ihrer Mitglieder unaussprechliche Verbrechen begangen hat? Weder Sie noch ich haben das Recht, so zu handeln. Jacob Levy, Jack the Ripper, ist nun in den Händen seiner eigenen Leute. Ich habe großes Vertrauen in Mr. Solomonowitsch und die anderen Mitglieder seiner Gemeinde, die uns, ich möchte Sie daran erinnern, couragiert geholfen haben. Sie haben große Risiken auf sich genommen und mit äußerster Diskretion gehandelt. Ach ja, es versteht sich von selbst, dass Sie diese Untersuchung nicht schriftlich festhalten dürfen. Erfinden Sie stattdessen lieber eine Geschichte, in der wir diese finstere Zeit weit weg von London verbringen. Und zwar, lassen Sie mich überlegen, es muss anspruchsvoll sein, auf der Suche nach einem mysteriösen Hund, der in der Nacht leuchtet. Seien Sie nicht albern, Holmes. Wie geht es weiter? Für die Polizei ist dieser vermeintlich ungelöste Fall eine herbe Niederlage, die ihre Glaubwürdigkeit ernsthaft in Frage stellen wird. Und dieser Mann? Nun, wenn erst einmal einige Monate ins Land gezogen sind und die Polizei erkennt, dass sie in eine Sackgasse geraten ist, wird sie sich eine Geschichte einfallen lassen. Und jeder wird vermuten, dass die Polizei die geheime Identität des Mörders kennt und aus irgendwelchen Gründen nicht preisgeben darf. Jacob Levy, Jack the Ripper, wird von seinen eigenen Leuten festgehalten. Er wird bis zum Ende seiner Tage wie ein Löwe in seinem Käfig auf und ab gehen, verfolgt von den Erinnerungen an seine Verbrechen und seinen unstillbaren Rachegelüsten. Bis ihn schließlich die Krankheit, die ihn dazu veranlasst hat, diese armen Frauen zu töten, als letztes Opfer einfordern. Der Mord an Mary J. Kelly war das letzte Verbrechen von Jack the Ripper.
Am 29. Juli 1881 starb, 90, bla 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 bla, im selben Jahr 1891 wurde die Akte von der Polizei ohne Begründung geschlossen. Für die Öffentlichkeit blieb dieser mysteriöse Fall ungelöst. Der Schatten von Jack the Ripper wird für immer in den dunklen Gassen von Whitechapel umherstreifen. Hart. Einfach nur hart. Boah. Also ich muss sagen, sehr, sehr düster. Irgendwie war es auch teilweise sehr gruselig, sehr eklig, aber auch sehr anspruchsvoll. Ich weiß nicht. Ich kann jetzt echt nicht so genau sagen. Ich glaube, ich muss sagen, es hat sich ganz schön lang gezogen. Wenn ich bedenke, ich habe ja auch schon die Spur des Erwachten gespielt. Ich finde, das war angenehmer von der Zeit her. So jetzt am Ende, muss ich sagen, habe ich mir einfach nur noch gewünscht, es endlich durchzukriegen. Das Spiel ist unglaublich lang. Ich finde, es ist sogar zu lang. Normalerweise sage ich das sehr, sehr selten. Ich finde, Spiele können meistens nicht lang genug sein, aber in dem Fall kann ich echt nur sagen, es war zu lang. Man möchte ja auch irgendwann mal wissen, wie und was und wo. Also, aber grundsätzlich finde ich es gut. Die Rätsel, naja gut, teilweise waren sie ganz easy, zu easy sogar. Manche waren einfach nur, hä? Aber das ist eigentlich so gut wie jedes Mal mein Fazit dazu. Was ich gerade überlege, das, was am Ende gesagt hat, ein Hund, der in der Nacht leuchtet, ist das so eine Anspielung auf den von Baskerville oder wie das heißt? Der Hund von Baskerville? Ich kenne, das ist eine der wenigen Stories, die ich von Sherlock Holmes noch nicht kenne, muss ich mir unbedingt mal reinziehen. Das gibt es im Übrigen auch als Spiel, ich überlege, als ob ich das kaufe, denn das kenne ich noch gar nicht. Ich kenne weder das aus der Serie, noch kenne ich es als Spiel. Also das habe ich wirklich überhaupt noch nie gesehen. Jack the Ripper kannte ich, habe ich schon mal gesehen, das war theoretisch gesehen semi-blind. Die Spur des Erwachten kannte ich jetzt nicht, aber ich kannte den, oder ich kenne den Kult von Cthulhu. Aber Baskerville, das kenne ich überhaupt noch gar nicht. Also vielleicht hole ich mir das mal, wenn ich es bei Gelegenheit mal so einzeln erwische. Ich sehe es immer nur in irgendwelchen Multi-Editionen. Ich muss aber sagen, dass die mich eigentlich nicht so sehr interessieren, denn dieser silberne Uhrring, dieser Fall, den finde ich arschlangweilig. Arsenlupin ist sowieso das langweiligste Game von Sherlock Holmes ever. Das, ich weiß nicht, ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe es auch nur zu Ende geguckt, weil der Sprecher so eine arschangenehme Stimme hatte. Aber das Game selbst ist sowas von unglaublich öde. Wirklich. Deswegen, also ich interessiere mich eigentlich im Moment nur noch für den Hund von Baskerville. Die Mumie habe ich noch nicht geguckt, ist aber auch, glaube ich, ein älteres Ding. Das Watson sieht noch anders aus, glaube ich. Finde ich schon, allein das finde ich schon ein bisschen doof. Aber das soll mir jetzt kein Grund sein, warum ich es nicht spiele. Ich muss mal gucken, wie ich das finde bei Mumie. Ich weiß nicht. Naja. Aber ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh, dass ich es jetzt endlich, endlich, endlich durch habe. Mann, Mann, Mann. Also das Ende fand ich jetzt schon... Wow. Hätte man eigentlich nicht gedacht, ne, dass der den jetzt gehen lässt. In Anführungszeichen gehen lässt. Unser Dank geht an unsere Fans und Spieler, ohne die wir heute nicht hier wären. Gary G. seinen letzten Rettungswurf verpatzt hat. Rest in Peace, den ersten DM. Er hat uns das Würfeln beigebracht und so weiter und so fort. Du meine Güte, ey. Mhm. Wichtiger Hinweis, die Charaktere und Ereignisse in diesem Spiel basieren auf einer von vielen Theorien darüber, wer Jack the Ripper wirklich war. Dieses Spiel basiert auf hypothetischen Theorien und nicht auf Tatsachen. Die Meinungen, die in diesem Spiel ausgedrückt werden, entsprechen nicht denen des Entwicklers, des Publishers, des Herstellers, der Lizenznehmer, bla 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 bla. Oder entweder Person, die an der Produktion oder Vertrieb dieses Spiels beteiligt war. Hinsichtlich jeglicher Informationen, die in diesem Spiel vermittelt werden, übernehmen wir keinerlei Garantie auf Richtigkeit. Alle Bezüge zu noch lebenden oder bereits verstorbenen Personen und ihren Handlungen sowie zusammenhängenden Ereignissen sind rein theoretisch und zufälliger Natur und dürfen nicht als Tatsache erachtet werden. Dieses Spiel wird nicht von deiner dritten Partei, einem Autor oder Charakter, einer Firma, einem Film oder einem abgetrennten Text zu verantworten. What the heck, ey? Don't know.
Ich kann nicht so schnell lesen. Und ich habe echt Kopfschmerzen. Ich sage ja, ich bin echt froh, dass es durch ist. Mann, Mann, Mann. Tja, das war Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Kommt hier noch was, oder? Wow, okay. Ja. Wenn man bedenkt, dass man ihn sich so vorgestellt hat, ne? Also das, was man dann gesehen hat, das ist eben, ich glaube, das soll so eine Metapher sein. Man denkt immer so, ja, so Leute, ne, so, die dann, ich weiß nicht, so wie er hier, er sieht ja wirklich aus, jemand, der, auch, ich weiß nicht, er geht durch die Nacht mit so guten Klamotten, oh, jemand, der Spaß dran hat, jemand Mysteriöses, bla. Und was ist im Endeffekt? Jemand, der einfach nur total am Arsch ist, auf gut Deutsch. Es muss immer einen Grund haben, warum Leute sowas machen. Vor allem sowas. Naja. Ganz ehrlich, hätte es damals Videospiele gegeben, dann hätte man es auf die Gamer geschoben. Aber gab es noch nicht. Heutzutage ist es einfacher. Wenn heutzutage jemand sowas machen würde, wäre er natürlich ein Gamer. Ja, ja, so ist die allgemeine Meinung. So vertuscht man, dass Mütter und Väter zu dämlich sind, ihre Kinder zu erziehen. Es ist einfach so, es tut mir leid. Deutschland will die Wahrheit einfach nicht akzeptieren, das ist so. Naja, mit diesen tollen, epischen Worten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, morgen, Mittag, wann immer ihr das sehen werdet. Man kann einfach nur sagen, man darf sich einfach nicht von Hass leiten lassen, sonst wird man eben so ein Monster wie er. Ich meine, gut, so krass wird das jetzt bestimmt keiner, ne? Aber, naja. Wir sehen uns dann beim nächsten Run, eure Kimiko Lynx.